Ja, wir sind immer noch da mit Michael in der Hühnchenfabrik oder in der Fabrik. Ja, das frage ich mich auch gerade. Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir sollen unseren Freund Michael hier raushängen, holen, der hier so ein bisschen abhängt. Gute Nacht. Entkommen aus dem Schlachthof. Ach, das ist Michael. So, ich glaube, ich muss jetzt hier raus. Sorry, falls das ein bisschen im Hintergrund lauter sein könnte. Es zieht gerade ein Gewitter auf. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie stört. So, ich mag mein Fleisch schön blutig. So ist gut. Alter, wie viele sind das hier? Bleib mal liegen, Kollege. So, weiter. Da muss irgendwo noch einer rumhängen. Da oben hängt der. Jetzt nicht mehr. Einmal nach rechts. Dankeschön, Michael. Alter, da liegt noch einer. Jetzt ist er tot. Komm. Ja, Michael, komm raus! Jetzt hätten wir die Spikes gern von dem Auto. Muss ich mich ein bisschen konzentrieren, wenn ich hier rauskomme, weil. Genau. So. Die haben wir weg. Aua. Mit deiner Rostlaube da. How'd you even know I got snatched up? Trevor told me. Kinda. I asked him what he knew about you disappearing in North Yankee. Yeah, I bet he wasn't that forthcoming, was he? Well, he told me in the end. How'd they pinch you anyway? Oh, shit. We're up there, and Trevor freaks the fuck out. He was about to kill me, frankly. And then these Chinese guys show up. They take me. He fucks off. For real? Too real. Okay. Well, if you don't want to talk about that... Oh! Volltreffer. How about Devin Weston? Weston? What about it? We delivered the last of them cars, only he ain't paid us yet. Says he gonna invest the fucking money. Well, he's a clever guy. You know, that might not be such a bad idea. Are you fucking serious? Look, Franklin, you're gonna get your money, okay? From the sounds of it, you'll even get some interest, too. And I got this other deal with Weston down at the film studio. So we gotta wait for that to play out before I got any leverage over your deal. For real? Come on, Franklin. Glück gehabt. Komm, den nehmen wir auch mit in den Monsterstand. Wenn das klappt. Boah, gerade so. Aber wir haben Monsterstand. So. Genau, dann müssen wir den jetzt noch. Hoffentlich. Puh,
das war eine krasse Mission auf jeden Fall. Die war, wie gesagt, nicht ohne. Your big empty ass house? Dog, I'm depressed enough already. All right. Well, listen, thanks. Look, man, before you go, what the fuck happened up there? I said, Trevor went crazy, tried to kill me, I got jumped by the Chinese. Man, before all that, I'm talking about the feds. Trevor, this guy Brad, man. I know what you meant. Look, I made a judgment call. I don't know if it's the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an out. A future for me, for my family. I took it. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. When you got ties of your own. Look, you wake up one day, and your legs, they just give. You just can't run anymore. All right, man, look. You watch your back, all right? When Trevor finds out you're still alive, I don't know what the fuck he gonna do. Don't worry about Trevor. He's not gonna get near me. Hey, you watch your back. You hear me? Dog, it ain't me he coming for. We straight. It's you, dog. It's you. Just saying. Ja. Krasse Geschichte, aber bin ich froh, wenn ich das Mäkel rausgeholt habe. Frischfleisch. Das Medikit nimmt einfach mal kurz mit. Kann auch gut gebrauchen. So, wir haben eine neue Mission. Die mit dem S, das ist Salomon. Das heißt, wir müssen da mal hin. Der Filmfuzzi. Ach, wir haben ja kein Auto, ne, oder? Nope. Ja, stimmt. Unser Sohn. Der war Trevor war mit dem Audi weg. Mit dem Audi-Verschnitt weg. Oder? Ja, doch. Eigentlich schon. Was haben wir hier? Eine Mail. Okay, das heißt, wir haben noch eine weitere Mission offen. Die uns jetzt eine weitere Option offen. Ich suche aber eigentlich tatsächlich erstmal noch ein Auto. Genau, wir haben noch die letzte Mission offen. Ich brauche ein Auto. Ey, normalerweise wirst du hier mit Autos zugeschissen. So, warte mal, ich brauche die Karre jetzt hier. Also nicht den LKW, sondern das Auto, was dahinter fährt. So, die Frage ist, fahren wir zu Salomon? Ja, fahren wir zu Salomon. Dann fahren wir zu letzter. So, dann nehmen wir die Mission zuerst. Erstes. Falls das hier ist, die ich meine, dass es hier ist, ja, dann kann das sein, dass es mit dir was länger geht. Ich glaube, das sind die beiden Missionen, die ich noch jetzt gerade im Kopf habe. Die sind sogar beide sehr cool eigentlich tatsächlich. Aber wir fahren erstmal zu Salomon. Der hat sich mich. Ich weiß nicht, warum der uns jetzt getroffen hat. Ach, die zwei. Die Ballade von Rocco. Hey, fuck off, Johnny. Hey, you're a couple real badasses. Put a beat down on an old man. We don't take that. We have a deal with them. Just about. Please, get those millennial ass wipes. Also, warum dann mit der Karre noch da? Hey, here's an old man who might hit back. Erlediger Rocco. Den hatten wir ja, den hatten wir schon mal, den Rocco.
falls sich erinnert, die Typen, die wir mal reden mussten mit dem Heli, diese Schleichmission. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, ob wir denen hinterherkommen. Tanz, du Luda! I told you to stay away. Verlasse das Gebiet. Nichts lieber als das. Solomon. I'm only a paraplegic, but you can't feel anything. You're throwing the softballs. Rum runner. But speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know. But could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. Okay. Yeah. Yeah, of course. I'll be right over. Begib dich in Solomons Büro. So. Kranke Mission auf jeden Fall, klar. Erst muss. Oh, verpiss dich mit deinem scheiß LKW. Erst muss der Michael mit Franklins Hilfe zusammen aus der Fleischfabrik kommen, wie die ganzen Chinesen und alles drum und dran. Und jetzt. Hat er noch ein paar Aufträge? Oh, sieh dich. Das mit der letzte Mission machen wir auf jeden Fall als nächstes, weil die wird könnte wirklich cool werden. Ach, da steht die andere Mühle einfach. Okay. So. Ich weiß, ich parke auf dem Behindertenparkplatz. Ich weiß gar nicht, wo ich parke. Ist mir auch scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Das ist GTA. Scheiße Verkehrsregeln und sonst irgendwas. Come in! Come in! Thank you! Thank you, thank you. Yeah, it turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at that. Oh. Oh. Fucking A. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. All right, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, baby. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Ja. Verstanden, die Ballade von Rocco. 3 Minuten, 4 Minuten haben wir gebraucht. Super. Die sind jetzt ein bisschen. So. Ja, die nächste Mission, die wir offen haben, ist hier mit Lester. Aber hier würde ich mal sagen, wir haben mal wirklich einen kleinen Break, auch wenn die Folge vielleicht ein bisschen kurz ist von uns jetzt gerade. Oder wenn die Folge ein bisschen kurz war. Sorry dafür. Auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Die kommt dann nämlich morgen. Ich weiß auch nicht, welcher Tag heute ist. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob es 17 Uhr oder um 20 Uhr fest ist. Sie kommt morgen auf jeden Fall. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play GTA 5.